Beirut, die Hauptstadt des Libanon, liegt zwischen sanften Hügeln am Mittelmeer. Doch das einstige Paris des Nahen Ostens leidet unter den Folgen des 1990 zu Ende gegangenen Bürgerkriegs und politischen Unruhen. Ein großer Teil der Bevölkerung ist von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen. Am stärksten aber trifft es die syrischen Flüchtlingsfamilien in den Lagern. Im Flüchtlingslager Shatila in Beirut leben heute etwa 22.000 Menschen auf weniger als einem Quadratkilometer. Es ist einer der am dichtesten besiedelten Orte der Welt. Die Zedernrepublik mit ihren rund 4 Millionen Einwohnern hat 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Viele von ihnen mit palästinensischem Ursprung. Arbeitslosigkeit, Armut und Zukunftsängste prägen das Leben der hier gestrandeten Flüchtlingsfamilien. Dagegen kämpfen Hex und sein lokaler Partner Nashte. Die Hilfe. Khalid Grein ist Programmbeauftragter für die humanitäre Hilfe bei Hex. Zweimal pro Jahr reist er nach Beirut, um die Hilfsprojekte vor Ort zu koordinieren. Hex ist seit vielen Jahren im Libanon tätig. Seit Ausbruch des Syrienkrieges setzt sich Hex zusammen mit seiner libanesischen Partnerorganisation Nashte dafür ein, das große Leid der syrischen Flüchtlingsfamilien zu lindern. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder. Laila El Ali ist die Direktorin von Nashte und hat ihr ganzes Leben der Unterstützung von Flüchtlingen gewidmet. Als palästinensisches Flüchtlingskind ist sie damals selbst im Flüchtlingslager Shatila aufgewachsen. Um Hex und Nashte bei ihren Aufbauprojekten in den 12 Flüchtlingscamps im Libanon zu unterstützen, ist Youssef El Ali als Architekt zum Team gestoßen. Die Katastrophenhilfe erfordert von allen einen großen Einsatz und viel Durchhaltevermögen. Khalid, der aus einer deutsch-ägyptischen Familie stammt, ist seit mehreren Jahren für Hex bei Katastropheneinsätzen auf der ganzen Welt tätig. Als Nothilfeverantwortliche von Nashte ist Zeyna Zakar für die Überwachung aller Hilfsprojekte von Hex und Nashte im Libanon zuständig. Meine Motivation, Flüchtlingen zu helfen, ist höchstwahrscheinlich auf meine Vergangenheit zurückzuführen. Ich bin ein Kind, das in zwei Kulturen groß geworden ist und wollte schon immer anderen Menschen helfen. Über die Jahre habe ich in sehr vielen Ländern mit Flüchtlingen gearbeitet. Und für mich ist es keine Arbeit, für mich ist es eine Berufung. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwas anders zu machen. Khalid möchte sich vor Ort ein Bild über die Fortschritte der Hilfsprojekte von Hex und Nashte im Flüchtlingscamp Shatila machen. Das 1949 für palästinensische Flüchtlinge errichtete Lager platzt aus allen Nähten. Die Bewohnerzahl hat sich seit Ausbruch der Syrienkrise stark erhöht. Auf die ehemals zweistöckigen Häuser wurden im Wildwuchs bis zu 5 Stockwerke gebaut. Kein Sonnenstrahl dringt mehr in die engen Gassen. My name is Khalid, I work for Hex and we support them for rehabilitating houses like yours. Laila möchte Khalid bei einer Flüchtlingsfamilie die jetzige Situation in den Häusern zeigen. Die Wohnungen sind feucht und überall bildet sich Schimmel. Viele Flüchtlingskinder leiden unter schwerem Asthma. Deshalb haben Hex und Nashte ein Nothilfeprogramm entwickelt, um die prekärsten Wohnverhältnisse zu verbessern und den Flüchtlingsfamilien ein würdiges Leben zu ermöglichen. Laila findet immer Zeit für die Sorgen der Flüchtlingsfamilien. Viele sind verzweifelt. Mit viel Liebe und Wärme versucht Laila, Trost zu spenden. Wo die Palästinens kamen from Syria, die conditions of Shatila camp became worse since the beginning of Syria crisis. More people, more than 22,000 in less than 1 kilometer. So it's a lot of people with an infrastructure built at the beginning of 50s without any improvement. Didn't take into consideration the growing of the population. Just one school until now in the camp. One clinic, no hospitals. It's really difficult, the situation now. Die meisten Flüchtlingskinder gehen nur bis zur 6. Klasse zur Schule, da es im Lager keine Oberstufe gibt. Nashte betreibt Kinderkrippen und Bildungszentren. Eine Schule außerhalb von Shatila können viele nicht besuchen,
da sie Gefahr laufen, festgenommen und abgeschoben zu werden. Im Flüchtlingscamp gibt es einen einzigen Platz, auf dem die Flüchtlingskinder ausgelassen spielen können. Zudem ist palästinensischen Flüchtlingen die Ausübung vieler Berufe im Libanon verboten. Die Zukunftsperspektiven der Kinder und Jugendlichen sind düster. My first entered Chatila camp with Hex and with my colleague from Najde. I couldn't imagine that someone is living in this situation. The garbage, the houses, the kids are everywhere with their clothes. And you'll see them, almost all of them are poor. You can say they are the most vulnerable, they are poor. There is poverty. I don't know, I felt really sorry that the way I live, the way my kids are living. For a minute there, I was thinking, life is not fair. Really, life is not fair. Das Flüchtlingslager Shatila genießt traurige Berühmtheit. Beim Massaker von Sabra und Shatila wurden dort 1982 während des libanesischen Bürgerkriegs Hunderte von Flüchtlingsfamilien innerhalb 48 Stunden getötet. Leila? Yes. Wieso? Sind wir vom Shooting? From Shooting. This is from Shooting during the war against the camps. Okay. This is our place. This was the main entrance for us and for my uncles also. Mm-hmm. And we had space there and we could come up. Hier ist Leila aufgewachsen. I have good and nice memories, but also not bad, bad memories, not good memories. I do remember the war, the invasion, the massacre, the war against the camps. But also I'm remembering the neighbors that I like a lot. During the war, the house was completely destroyed. My sister was injured, my brother was arrested, my other brother was also injured. Anyhow, so the house was completely destroyed. But my dad was insisting to rebuild again the house. Well, indeed, he rebuilt it 3 times. In different way, different design, but he rebuilt it. The whole structure of the camp completely changed. The whole infrastructure is getting worse and worse. Der enorme Zustrom an Flüchtlingen aus Syrien, die im Camp leben, hat die Infrastruktur zum Kollabieren gebracht. Die offenen Stromkabel, die ganz Shatila durchziehen, führen häufig zu tödlichen Stromschlägen. Leila und Khalid besuchen im obersten Stock eines baufälligen Hauses die Flüchtlingsfamilie von Mohammed Ahmed Ahmed und seiner Frau Nawal Khatab Ahmed mit ihren 6 Kindern. Marhaba. كيفك؟ شو أخبارك؟ مرحبا. أهلا. شو اسمك؟ راشد. راشد. غايس. عاشة الأسامي. وأنت؟ شذا. أهلا يا شذا. أنت بدك الحلو. ما هيك؟ تعال. Khalid und Leila wollen von der Flüchtlingsfamilie erfahren, wie es ihnen geht und wo sie Unterstützung benötigen. Unfortunately, I have only 2. Mohammed und Nawal sind vor 3 Jahren mit ihren ältesten 3 Kindern vor dem Krieg in Syrien in den Libanon geflohen. Unterdessen sind noch der kleine Khaif, Suheb und Baby Mirna dazugekommen. Leila und Khalid ist es wichtig, den Flüchtlingsfamilien zu zeigen, dass sie ihre Sorgen ernst nehmen und für ihre Nöte da sind. Mohammed und Nawal kämpfen wie fast alle syrischen Flüchtlingsfamilien in Shatila gegen die große Armut, da sie im Krieg alles verloren haben. Nawal und Mohammed sind verzweifelt. Den palästinensischen Syrien-Flüchtlingen ist es untersagt zu arbeiten, sodass sie ganz auf die Unterstützung durch Hilfsorganisationen angewiesen sind. Der libanesische Staat verweigert ihnen die Flüchtlingshilfe, da sie als Palästinenser staatenlos und deshalb ohne regulären Flüchtlingsstatus sind. Neben dem UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge UNRWA helfen ihnen nur Hex und Nashteh mit einem Arbeitseinsatzprogramm und $50 Nothilfe zum Überleben. Über den Besuch von Leila und Khalid sind Nawal und Mohammed sehr froh. Leila.
Nawal und Mohammed lebten in Syrien mit ihren Kindern ein glückliches und erfülltes Leben. Die Familie hatte ein eigenes Haus mit einem schönen Garten für die Kinder zum Spielen und alle Kinder gingen zur Schule. Mohammed hatte eine gute Arbeit als Zimmermann. Seit sie im Libanon sind, spielt sich das Leben der achtköpfigen Familie fast nur in einem Raum ab. Das Dach ist undicht und überall breitet sich Feuchtigkeit aus. Zum Schutz vor Ratten müssen die Fenster in der Nacht geschlossen bleiben, damit die kleine Mirna und ihre Geschwister nicht gebissen werden. Der Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs hat das Glück der Familie jäh zerstört. Mohammed und Nawal waren mit ihren Kindern den brutalen Angriffen schutzlos ausgeliefert. Mohammed und Nawal versuchen mit viel Liebe, ihren Kindern die verlorene Geborgenheit und Sicherheit wiederzugeben und ihre seelischen Wunden zu heilen. Für das ärmliche Badezimmer außerhalb der Wohnung hat Mohammed eine kleine gebrauchte Waschmaschine gekauft, um Nawal die schwere Hausarbeit für die achtköpfige Familie etwas zu erleichtern. Das enge, feuchte Treppenhaus dient Nawal auch zum Aufhängen der nassen Wäsche. Oft träumt die sechsfache Mutter in diesen Momenten von ihrem Garten in Syrien, wo sie die Kleider der Kinder in der warmen Mittagssonne trocknen ließ und ihre Kinder unbeschwert herumtollen konnten. Heute sind die engen Gassen von Shatila der einzige Ort für die Kinder zum Spielen. Die palästinensischen Syrien-Flüchtlinge erfahren im Libanon viel Diskriminierung. So auch die Kinder in der Schule. Shaza wurde wegen ihrer Herkunft gehänselt und mehrmals geschlagen, weshalb die Eltern sie vorübergehend von der Schule nahmen, um sie vor weiteren Traumatisierungen zu schützen. A lot of Palestinian refugees coming from Syria houses that we visited, they had some children that are really still scared from the sounds of the bombings and the shootings. You can see some kids still sitting in the corners. And the mothers sometimes will tell us they start to shout at night and they wake up crying that we don't want to go back, we don't want to go back. Yeah, we faced, I saw two or three families like that with the kids. Even grown-ups. Das Leben für die palästinensischen Flüchtlingsfamilien aus Syrien ist in Shatila sehr hart. Die schweren Traumatisierungen durch den Krieg heilen bei den Kindern wie auch bei den Erwachsenen nur sehr langsam. Hex und Nashteh setzen deshalb alles daran, mit ihren Nothilfeprogrammen den Flüchtlingsfamilien wieder etwas Hoffnung für ihr Leben zu geben und ihnen auch unter diesen schwierigen Bedingungen ein Leben in Sicherheit und Würde zu ermöglichen. Hex und das Nahstell-Team haben deshalb gemeinsam ein Projekt aufgebaut, um die heruntergekommenen und gesundheitsgefährdeten Behausungen der Syrien-Flüchtlinge bewohnbar zu machen. Da große Wohnungsnot herrscht, werden sogar für die feuchtesten Zimmer ohne Tageslicht Wucherpreise verlangt. In der Wohnung von Mirwat al-Sadi sind die Arbeiter unter der Leitung von Architekt Youssef El-Ali daran, die letzten Renovationen auszuführen. Alle Handwerker sind selbst Flüchtlinge und im Arbeitsprogramm von Hex und Nashteh tätig. Die Wohnung der alleinerziehenden Flüchtlingsfrau mit ihren vier Kindern war vorher mit Schimmel übersät
ohne warmes Wasser und ohne Fenster. Khalid will sich bei den Arbeitern für ihren guten Einsatz bedanken. Innerhalb weniger Tage haben sie aus dem dunklen Loch, in dem überall offene Stromkabel hingen, ein helles Zuhause gemacht. Small, the kitchen was really, really bad. This was the kitchen before. Yeah, yeah. Yeah, it looks bad. Sink was rusty. Yes. No hot water, only running water. Sometimes running water, sometimes no. Yeah. Als ich ihre Wohnung das erste Mal gesehen habe, es war sehr trostlos, das anzuschauen. Mir war das eine junge Frau, die vor einigen Jahren aus Syrien geflüchtet ist mit 4 Kindern über die Berge ganz allein. Und ihr Mann ist verschollen. Sie weiß nicht, ob er noch am Leben ist. Und ja, sie muss selber für ihre 4 Kinder sorgen und ihr Leben sichern. Viele syrische Flüchtlingsfrauen mussten ganz allein mit ihren Kindern unter schwierigsten Umständen dem Krieg entfliehen. Wie Mirwat sind sie nun in Shatila allein für ihre Kinder verantwortlich und wissen nicht, ob der Vater ihrer Kinder noch lebt. Heute ist ein großer Tag für Mirwat, da Zeyna und Youssef ihr die Schlüssel für die renovierte Wohnung übergeben können. Mirwat ist sehr gespannt, was aus den modrigen 4 Wänden geworden ist, dem einzigen Zuhause, das sie ihren 4 Kindern seit der Flucht bieten konnte. Mirwat ist überglücklich. Und auch ihre Kleinsten, Mohammed und Haya, sind sichtlich begeistert. Mirwat, die mit ihren Kindern während der Renovationsarbeiten bei Bekannten in Shatila untergekommen ist, will jetzt so rasch wie möglich ins neue Heim einziehen. Seit ihr Mann durch die Kriegswirren vor 5 Jahren verschollen ist, muss Mirwat alles selbst anpacken. Sie beginnt umgehend mit den Putzarbeiten, obwohl sie schon den ganzen Tag gearbeitet hat. Um ihre Familie über Wasser halten zu können, arbeitet sie 6 Tage die Woche ohne Anstellungsvertrag in einem Geschäft. Eine Nachbarin und ihre älteste Tochter Hala helfen beim Reinigen des kleinen Zimmers, in dem Mirwat mit ihren 4 Kindern lebt. Viel konnte verbessert werden. Und auch die 10-jährige Tochter Nadja freut sich auf den Neuanfang. Als Kochherd dient aber weiterhin ein kleiner Gaskocher. Die 13-jährige Tochter Hala passt auf ihre kleinen Geschwister auf, wenn ihre Mutter zur Arbeit geht. Doch Mirwat ist immer in großer Sorge. Denn für die schutzlosen Kinder und Frauen ist das Leben in Shatila gefährlich. Als Frau und Mutter kämpft Mirwat um Sicherheit und Schutz für sich und ihre Kinder. Seit dem Ausbruch des Krieges in Syrien sind sie und ihre Kinder ständiger Gewalt ausgesetzt und haben traumatische Kriegssituationen erlebt. يعني رصاص يعني نهار ما يشوفونا دخلنا على اليرموك يصير يطخ مين الامن على مين على الجيش الحر نهار ما يطخ يسوونا طلوع بشريه يعدونا بالارض قدامه يقولوا للجيش الحر بالميكروفون بالصوت العالي طخوا تقتلوا شعبكم انتم
بس اللي سووه معنا الحمد لله صارت قصص هناك وخبط وهاي وكل العالم عاشت شربت الكاس نفسه يعني مو بس أنا. Die syrischen Flüchtlingsfamilien haben unvorstellbares Leid erlebt. In Shatila wecken die Rufe des Muezzins am frühen Morgen die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Schlaf. Um das Leben der Flüchtlingsfamilien zu verbessern, haben Hex und Nashte ein Arbeitsprogramm zur Reinigung des Flüchtlingslagers ins Leben gerufen, bei dem auch Mohammed teilnimmt. In einem der drei Nashte-Zentren in Shatila erwarten die Mitarbeiter Mohammed bereits. Das Nashte-Team vor Ort setzt sich aus Flüchtlingen zusammen, die selbst in Shatila leben und die Sorgen der Flüchtlingsfamilien aus eigener Erfahrung kennen. Vor Arbeitsbeginn muss sich Mohammed registrieren und die richtige Arbeitskleidung anziehen, da die Arbeit sehr schmutzig ist. Mohammed arbeitet als Müllmann. Da es in den engen Gassen von Shatila keine staatliche Müllabfuhr gibt, ist diese Arbeit für das ganze Flüchtlingslager von äußerster Wichtigkeit. Auch um die hygienischen Bedingungen zu verbessern und die Rattenplage einzudämmen. Mohammed kann sich und seiner Familie durch seinen Arbeitseinsatz an 10 Tagen im Monat zu je 2 Stunden einen Verdienst von $50 garantieren und leistet so auch einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl. Zudem erhält die Familie von Hex und Nashte monatlich $50 Nothilfe und einen Beitrag der UNRWA. Der gelernte Zimmermann ist froh, dass er jeden Monat ein sicheres Einkommen hat, auch wenn das Geld kaum reicht. Mohammed setzt alles daran, den Unterhalt für seine Familie verdienen zu können. Doch durch das Arbeitsverbot sind ihm die Hände gebunden. Und nur ganz selten findet er eine Einsatzmöglichkeit auf einer Baustelle. Ohne Bewilligung und zu einem Dumpinglohn. Die palästinensischen Syrien-Flüchtlinge sind der Willkür und Rechtsunsicherheit fast schutzlos ausgeliefert. Ohne wirkliche Aussicht auf eine Verbesserung ihrer Situation. Mein Name ist Daba. بقت العالم غير احنا يعني اللي هلا ما في مستقبل. Mutter Nawal unterstützt den lernhungrigen Haith beim Schreiben und Lesen lernen. Denn sie hat die Hoffnung auf eine Rückkehr in ihre Heimat Syrien noch nicht ganz aufgegeben und hegt den Wunsch aller Eltern auf dieser Welt, ihren Kindern eine bessere Zukunft bieten zu können. You can say, okay, grown-ups can handle the situation, but when you see kids, you will feel bad. You can't do anything about it. He wants to eat, he wants new clothes, he wants toys. He doesn't know what is war. He doesn't know he's not living in his own house or not his own country. Or they know they want to play, they want to eat, they want to wear nice clothes like the rest of the children, how they used to live before, like remembering we want this, we want that. Just like each and every normal kid, they need support, if not for toys and for clothes, but for food, for their daily lives. Good. Mirwats Tochter Nadja kennt die Entbehrungen des Alltags als Flüchtlingskind nur allzu gut. Oft reicht das Geld nicht einmal, um Essen zu kaufen. Gib 3000. Gib 1000, Mosamir. Bolad. Bolad. Ey, اشتري لها عمودة وهيا والتلج وراء ورجع لأمك خذي معك. Mirwat versucht, ihren Kindern immer wieder kleine Lichtblicke im schwierigen Alltag zu ermöglichen. Das Einrichten der Wohnung gibt mehr Arbeit, als sie gedacht hat. Nach ihrem 10-Stunden-Arbeitstag muss sie überall selbst Hand anlegen. Mirwat freut sich auf den Einzug in die renovierte Wohnung, aber oft ist sie am Ende ihrer Kräfte. Dann gibt ihr nur die Liebe zu ihren Kindern Halt. Eine Nachbarin hilft ihr beim Einrichten. Durch die belastende Situation kämpft die vierfache Mutter manchmal auch mit Depressionen.
Dann verliert sie für einen Augenblick ihre Zuversicht, dass es für sie und ihre Kinder Hoffnung und eine Zukunftsperspektive gibt. كمان هاي طفلة شو 13 سنة ما بتعرف شيء لسه بتبكي على 250 يعني عانيت هون صراحة عانيت كرهت حياتي كرهت عيشتي حتى كرهت أولادي يعني ما قلت لها أكتر شيء لحماتي بسمم حالي بسممن برتاح ولا إنه حدا يتحكم فيني Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und Schmerz sind Gefühle, gegen die viele Bewohnerinnen und Bewohner von Shatila kämpfen. Nashteh bietet in seinen Lagerzentren den Flüchtlingsfamilien auch psychologische Hilfe an, um sie in schweren Lebenskrisen zu unterstützen. Als Staatenlose sind die palästinensischen Flüchtlingsfamilien aus Syrien nirgends auf der Welt willkommen, obwohl sie dringend auf Hilfe angewiesen sind. Vor allem die schutzbedürftigen Frauen und Kinder. Laila ist überzeugt, dass die internationale Gemeinschaft ihre Augen nicht länger vor diesem Flüchtlingselend verschließen kann. The voice of the refugees should be heard. This is first. Should be heard at the international community level. It's not acceptable anymore. We are in the 21st century and there are some minorities, they don't have any basic human rights. They don't have the right for self-determination. Von der internationalen Gemeinschaft wird das Schicksal der syrischen Flüchtlinge aber je länger je mehr vergessen, da der Konflikt schon so lange dauert. Laila, Khalid und Zeyna besuchen eines der Nashteh-Zentren in Shatila, in denen einmal im Monat die Nothilfezahlungen an die registrierten Flüchtlingsfamilien erfolgen. Hex und Nashteh setzen alles daran, um den Flüchtlingsfamilien, die hier in Shatila auf unbestimmte Zeit gestrandet sind, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Auch Mohammed kommt, um die $50 abzuholen, die ihm und seiner Familie zustehen. Früher wurde die Nothilfe in Form von Essensgutscheinen geleistet. Aber für viele Familien ist es wichtiger, ihre Miete zahlen zu können, damit sie das Dach über dem Kopf nicht verlieren. Dafür verzichten viele Familien auf das Essen. Über 85% der Flüchtlingsfamilien leben in bitterer Armut, weit unter der Armutsgrenze. Für die Überwachung und Kontrolle der Zahlungen ist Zeyna zuständig, die mit Khalid die neueste Entwicklung der Flüchtlingszahlen bespricht. Seit 2 Jahren hat die libanesische Regierung die Grenze für weitere Flüchtlinge aus Syrien geschlossen. Doch auch für die vielen hier Angekommenen gibt es keinerlei Aussicht auf Integration und Erwerbsmöglichkeit, auf ein normales Leben im Libanon. Wenn ich mir die Situation von den Flüchtlingen hier anschaue, würde ich mir wünschen, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, sich in diese Gesellschaft hier zu integrieren. Und dass es die Möglichkeit für sie gibt, wieder zurück in die Heimat zu können. Also viele wollen ja zurück nach Syrien, in ihre Heimat, wo sie sich ansässig fühlen. Vielen Flüchtlingen ist aber die Rückkehr nach Syrien nicht nur des Krieges wegen verwehrt. Auch für Mohammed. Das Team von Nashteh und Hex muss sich mit kleinen Erfolgen zufrieden geben. Für die großen Veränderungen ist politischer Wille von oberster Stelle nötig. Dass sie das Leid der Flüchtlingsfamilien mit der Unterstützung von Hex wenigstens ein bisschen lindern kann, ermutigt Zeyna jeden Tag, sich weiterhin unermüdlich für die Flüchtlinge einzusetzen. With every project I feel like I'm doing something. With every project I'm helping, I feel yeah, I am helping this family. I'm trying my best,
when I want to sleep at night, I'm happy that, yeah, today they signed, for example, and now each family have his or their own $50. Now they can buy what they want. They can get something for their kids. They are in need. They need support. Unterstützung bekommen auch Nawal und Mohammed für ihre prekäre Wohnsituation. Vom Nashte-Team soll auch ihre feuchte Wohnung mit den zur Verfügung stehenden 1.500 Franken pro Renovation saniert werden. Denn Baby Mirna ist durch den sich ausbreitenden Schimmel seit Monaten krank. Architekt Youssef und sein Team nehmen Maß und erledigen alle wichtigen Vorabklärungen. Seit Jahren regnet es durch das Dach rein und die Wände und Böden sind feucht. Okay. Wenn Hex und Nashte Wohnungen sanieren, dürfen die Vermieter die nächsten zwei Jahre den Mietzins nicht erhöhen und müssen einen Kündigungsschutz gewähren. Nawal und ihre Familie ist so ein sicheres Zuhause, mindestens für die nächsten zwei Jahre garantiert. Ein großer Druck ist heute auch für Mirwat weggefallen. Sie konnte endlich in ihre renovierte Wohnung einziehen und hat Laila und Khalid zur Besichtigung eingeladen. Alles ist fertig eingerichtet. Mirwat und ihre Kinder sind überglücklich. Das allererste Mal seit ihrer gefährlichen Flucht vor drei Jahren haben die alleinerziehende Mutter und ihre vier Kinder ein richtiges Zuhause. Mirwat hat es geschafft. Im Gegensatz zu ihren Töchtern hat Mirwat nie schreiben und lesen gelernt und musste sich fast alles im Leben selbst beibringen. Sie ist stolz, einen ersten Schritt in eine bessere Zukunft machen zu können. Auch Mirwats Kleinste spüren, dass ihrer Mutter eine große Last von den Schultern gefallen ist, da sie sich weniger Sorgen um die Gesundheit und Sicherheit ihrer Kinder machen muss. Die Flüchtlingsfamilie hat wieder Hoffnung geschöpft.
Für Leila und Khalid ist es schön zu sehen, dass Mehrwad sich nun sicherer fühlt und weniger Angst um ihre Kinder haben muss. Doch ihre Situation und die ihrer vier Kinder bleibt schwierig. Und wie die Zukunft der Familie aussehen wird, ist völlig ungewiss. Man könnte verzweifeln, wenn man so viel Leid sieht, nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern. Aber egal, wo ich gewesen bin, egal, wie groß das Leid war, ich habe auch sehr viel Hoffnung gesehen und auch Menschen gesehen, die unter den widrigsten Bedingungen trotzdem Hoffnung gehabt haben. Und auch unter den Flüchtlingen gibt es sehr viele, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Auch im größten Elend gibt es Solidarität. Hex und Nashtä können mit ihrer unermüdlichen Arbeit das momentane Leid der Flüchtlingsfamilien etwas lindern. Solange der Krieg in Syrien aber weitergeht, besteht keine große Hoffnung auf eine wirkliche Verbesserung der prekären Situation der Flüchtlingsfamilien in Shatila. Doch an eine Flucht mit ihren Kindern übers Meer in ein sicheres Drittland ist für Nawal und Mohammed nicht zu denken. Sie sind froh, dass sie die Nothilfe von Hex und Nashtä erhalten haben und ihren Kindern heute ein richtiges Mittagessen bieten können. So wie es früher in ihrer nun vom Krieg zerstörten Heimat Syrien für sie alltäglich war. Mohammed und Nawal haben erfahren, dass ihr Haus in Syrien noch steht. Sie hoffen verzweifelt auf ein Ende des Krieges. Wie Tausende von Flüchtlingsfamilien hoffen Mohammed und Nawal, dass sie eines Tages in ihre Heimat zurückkehren können. Und bis dahin im Libanon ein menschenwürdiges Leben führen dürfen, indem man sie und ihre Kinder als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft akzeptiert. Auch für Mehrwad ist es heute einer der wenigen Tage, wo sie ihren Kindern ein ausgiebiges Essen zubereiten kann. Ihre Töchter helfen begeistert mit. Mehrwad hofft, dass sie und ihre Kinder in einem Land Aufnahme und Zuflucht finden, wo sie als alleinerziehende Mutter mit ihren Kindern in Sicherheit und Würde leben kann. Ich fühle mich in Aman. Das ist das Wichtigste. Ich fühle meine Kinder, dass ich Solch verletzlichen Flüchtlingsfamilien wie Mehrwad mit ihren vier Kindern und den vielen schutzlosen Frauen, die wie sie allein mit ihren Kindern auf der Flucht sind, sollte dringend die Hand gereicht werden, damit sie in einem sicheren Land Zuflucht und Schutz finden und sie so dem Kreislauf von Gewalt und Verzweiflung entfliehen können, für eine sichere Zukunft ihrer Kinder. Dass die seit Jahren im Libanon lebenden palästinensischen Syrien-Flüchtlinge endlich eine Chance auf Integration und Arbeitsmöglichkeiten erhalten, darauf hofft Leila. Auf Perspektiven für die Zukunft. Our people, I have to say. When I see them in this miserable situation, keeping their hopes and struggling to survive, they are motivating me. When I see also sometimes direct and tangible impact on what we are doing as Najdi and me also, this also gives me hope to continue my commitment to this type of work. Die Hoffnung auf Frieden in Syrien und eine Rückkehr in ihre Heimat werden die Flüchtlingsfamilien nie aufgeben.
Noch scheint der Tag der Rückkehr weit entfernt. Wir dürfen die Kinder von Shatila nicht vergessen. Ihre tragische Flucht aus Syrien führte sie ins Ungewisse. Aber eines ist gewiss. Sie sollen in Frieden und Sicherheit aufwachsen können. Auch sie sollen Träume, Chancen und Perspektiven für eine bessere Zukunft haben dürfen. Wie alle Kinder. Wir alle können dazu beitragen.